Hallo und herzlich willkommen zu den Night Features vom Ford Mustang 2015. Ich zeige euch heute, was man alles denn schönes farblich im Innenraum und außen verändern kann. Man kann hier von der Fußleiste zum Fußraum natürlich die Tachobeleuchtung, die Innenseite der Griffe und die Getränkehalterung kann man farblich einstellen, was das LED-Licht so hergibt. Und das zeige ich euch jetzt. Ihr geht dazu im Menü zu dem Punkt Einstellungen und wählt dann dort My Color. Könnt dann bei Farbe einstellen, da den Tacho erstmal. Ihr habt noch drei Custom-Farben und habt dann hier Rot, Orange, Blau, Violett, Grün. Könnt dann zusätzlich noch die Helligkeit natürlich dimmen. Ich mache das mal auf ganz hell jetzt. Weiß, so was auch standardmäßig an wäre am Tag. Und dann eben die Custom Colors, hier habe ich mal Pink, dann noch so ein Türkis und Gelb. Also man kann wirklich alles einstellen. Ich fahre am liebsten mit Rot, finde ich irgendwie am angenehmsten. Und natürlich geteilt davon kann man auch noch die Raumlichtfarbe einstellen. Die habe ich ja auch standardmäßig auf Rot, aber das geht natürlich auch in allen verschiedenen Varianten. Die ich eben so gezeigt habe, was man dann halt noch zusätzlich einstellen kann. Dann kann man die RGB-Werte dann selbstständig noch verändern, wie man dann eben auf Gelb und so Türkis kommt. Ja, die Hintergrundbeleuchtung, die funktioniert immer nur, wenn es draußen dunkel genug ist. Ansonsten ist die standardmäßig weiß, deswegen kann ich euch das jetzt auch nur so ein bisschen bei Dämmerung zeigen. Weil die Kamera das ansonsten jetzt nicht drauf kriegt, switchen wir mal um zu der Tür. Also jetzt ist schlecht zu sehen, wenn man jetzt die Tür nämlich öffnet oder das Fahrzeug entriegelt, dann hat man hier einfach nur richtig geil so eine Projektion von einem Pferd auf dem Fußboden, was quasi so als Einstiegsbeleuchtung gelten soll. Und das kommt von den Außenspiegeln. Richtig genial. So, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren. Ansonsten bis zum nächsten. Das kommt als Soundcheck.